Als Band, kommen wir gleich drauf zu sprechen, ist eigentlich ein Duo mit Mitarbeiter auf Verstärkung. Aber herzlich willkommen erst einmal, Roland Christin. Schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch sehr. Ja. Und jetzt darf ich auch mal, was ich ja gerne machen wollte, die Entstehungsgeschichte von diesem Eisernland erzählen. Ich liebe es, es ist eine wahre Geschichte, es ist eine schöne Anekdote. Ich stand beim Dönerjäger bei mir um die Ecke, halt in Spindlersfeld, ohne den besonderen Schutz von André Drexler, der sonst mit seinem schwarzen Hemd mich immer so bodyguardet. Aber der geht ja Sushi essen und kommt nie mit zum Dönerjäger. Und dann hat Union irgendwie gespielt und dann kamen die ganzen jungen Union-Fans, kamen grölend und sehr betrunken, das muss ich mal leider sagen, also das ist eine Ausnahmeerscheinung gewesen. Kam dann rein und ich habe die etwas schräg angeguckt, weil die so halt laut waren und so. Und dann sagte einer von diesen jungen Menschen zu mir, ja, bist du überhaupt nicht für Union? Und ne, so wollte mich da so ein bisschen angasen und dann habe ich gesagt, pass mal auf, mein lieber Freund, du befindest dich hier im Spindlersfeld und das ist mitten im Eisernland. Woraufhin der ganz still wurde, sein T-Shirt, es war im Sommer, sein T-Shirt auszog und mir die Tätowierung zeigte, ne, wo Eiserne Union drauf tätowiert hat, hat gesagt, ich gehöre doch auch zu euch! Und dann habe ich gedacht, mit dem Begriff musst du was machen mit Union. Weil vorher hatte mich mal Union-Spieler gefragt, ob ich nicht eine Fußballhymne schreiben könnte. Bist doch Texter, mach doch meine Fußballhymne. Ich sage, ja, mit Fußball, ich verstehe davon nichts. Übrigens, Gorko Milic, den ich ja gefragt habe, ob er da als Spindlersfelder im Chor mitspielt, hat gesagt, Fußball ist nicht so meine Sache. Hat er gesagt. Aber wir haben dann einen Kompromiss gefunden, nämlich eigentlich eine Vermischung zwischen Heimat und Fußballlied. Genau, du hattest ja, glaube ich, drei Wochen nach dem letzten Wahllokal, wo wir zu Gast waren, Christoph und ich, so einen Entwurf geschickt. Ich habe überhaupt nicht das hier ernst genommen, dass du sagst, wir schreiben mal zusammen Fußballsong, die größte Musikerlüge, wir machen mal was zusammen. Nee, du hast das wirklich gemacht und ich habe den dann umgeschrieben, weil ich eine andere Sprache habe als du, aber ich fand die Vorlage super, diese Stimmung, wie die Menschen in diesem Stadtteil funktionieren. Was bei den Spielen so besonders ist in den Fanlogs und auch das Ganze drumherum, die ganzen Aktionen, die Union immer wieder macht, das war einfach, hast du wunderbar hingekriegt. Ach, vielen Dank, ja. Und ich habe es dann ein bisschen umgemodelt, in Crispin übersetzt und mit Christoph gemeinsam die Musik gemacht. Ja. Ja, und alles weitere. Hat sich so ergeben. Wir haben ja auch einen wunderbaren Chor da drin gehabt, das ist auch nicht so ganz namenlos, ne? Genau, wir haben Dirk Zellner dabei, wir haben Dritte, die war ja ganz wieder. Die kamen alle an und haben gesagt, ja, machen wir und super, und wir sind dabei, wollen nichts dafür haben. Und also großartig. Und Christian Arbeit, der Pressesprecher von Union, war mit dabei. Ja. Thorsten Matuschka, unser Kapitän, war dabei. Genau. Kohl Hansen war dabei, auch ein ganz wichtiger Unioner mit seinem Sohn Jonas. Ja. Kohl Hansen, liebe Grüße, ich weiß, dass du zuhörst. Also ich habe mir bei Facebook, ist ja wie gesagt über Facebook verbunden. Kohl Hansen war auch schon bei einer meiner erotischen Lesungen mit seiner, ich hoffe, Frau. Ja, doch, da habe ich ihn persönlich kennenlernen dürfen. Ja. Jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht. Welches Konzept? Wir hatten gar keins, stimmt. Also wir hatten ein stichloses Interview mit Roland Christin. Es geht ja immer weiter. Ne? Also diese Geschichte war ja so, dass dann tatsächlich ganz schnell der Kontakt zur Union passierte. Genau, wir haben Kontakt gesucht zu Christian Arbeit, haben ihm eine Demo-Version geschickt und haben die auf unsere Soundcloud-Seite gestellt und die ging ab wie nichts. Union hatten das auf die offizielle Seite gestellt, den Ding. Da waren wir irgendwie bei 8000 Klicks in weniger Tage und dann haben wir gedacht, wir machen das jetzt richtig. Wir sind nochmal in die Nahleberstraße gegangen, haben die ganze Sache nochmal nachgeputzt und haben es dann veröffentlicht. Am 6.12. kam es raus. Ja, das war direkt zum Nikolaustag. Ne? Genau, zum Nikolaustag, seitdem ist es online erhältlich. Vorher haben wir es aber schon bei Soundcloud eingestellt und da sind wir aktuell bei 17.000 Klicks. Also das ist schon unglaublich, ne? Ja. Ist unglaublich. Und trotzdem man ihn praktisch frei hören kann, kann man ihn auch käuflich erwerben, so seltsam das klingt, als Download. Aber das hat ja auch noch eine hintergründige Geschichte, weil da muss ich auch mal, ja, also mittlerweile unseren, kann man ja sagen, also meinen Verlag loben, den ich ja gefragt habe, Caesar Music, ob sie sich so irgendwie da einklinken können, ob die uns da helfen können, irgendwie was draus zu machen. Und die haben es wirklich geschafft, also in akribischer, schneller Arbeit, das Ganze wirklich als Download erstmal online zu stellen. Als Single wird es auch bald erhältlich sein. Genau, als Vinyl, 7-inch. Und das wird jetzt im Januar starten über Crowdfunding. Und wir gucken mal, wie viel Geld wir zusammenbekommen. Und wollen eine 500er Auflage machen, mit handsigniert von allen, die dabei waren. Ein paar Millionen Spieler dazu.
Ganz wichtig ist uns dabei, dass wir sowohl die Online-Vermarktung als auch diese Vinyl-Geschichte koppeln an ein Charity-Programm, was wir machen. Aniridi, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich nicht so bekannt sein. Und das ist genau der Grund. Ja, ich musste googeln. Also. Genau, Aniridi ist eine seltene Augenkrankheit, bei der die Iris nicht ausgebildet ist. Das heißt, das Licht kann nicht gefiltert werden. Das kann dringend also immer richtig komplett in die Augen. Und diese Kinder haben eine Wahrscheinlichkeit von bis zu 30% Sehfähigkeit überhaupt nur zu erlangen. Wir sind aufmerksam geworden auf diese Krankheit durch das Stadion, durch Union. An dem Tag, als unser Song das erste Mal dort lief, nach dem Spiel, war das ganze Stadion ausstaffiert mit diesen wunderschönen Bildern. Ich habe eins mitgebracht. Das war eine typische Union-Aktion. Also der Sohn von Martin Dausch, einem Union-Spieler, ist an dieser Krankheit erkrankt, an Aniridi. Und Union hat sofort gesagt, da müssen wir was tun, das muss publik werden, das muss öffentlich werden. Und es gab eine Riesenaktion, wo Spieler, Fans, Kinder gemalt haben, ganz Köpenick wehten diese Fahnen rum. Und ich habe jetzt vor wenigen Wochen von der Aniridi-Stiftung geschenkt bekommen, dieses wunderschöne Original, und möchte das gerne ummünzen. Das heißt, ich möchte gerne mit diesem Original ein bisschen Geld sammeln für die Stiftung. Ihr habt nachher die Möglichkeit, hier zu unterschreiben. Ich sammle einfach Unterschriften und jeder, der hier unterschreibt, verpflichtet sich, einen kleinen Betrag an die Aniridi-Stiftung zu überweisen. Würde ich mich sehr freuen, wenn viele dabei mitmachen. Ja, am besten alle, die hier sind. Ist auch schön, also da ich ihn heute nicht interviewen werde, aber vielleicht doch, müssen wir mal sehen. Wir haben ja so einige interessante Menschen dabei. Also Jan Preuß habe ich ja schon erwähnt, Roland Crispin ist da. André Dahlke ist gekommen. Einer der aufstrebendsten jungen Songtexter, die dieses Land hat. Ja, ihr könnt auch sagen, warum, ne? Weil es ist ja nun eigentlich, er sitzt neben seiner Verlegerin und insofern kann man das ja sagen. Wir haben heute irgendwie einen Vertrag unterschrieben. André Dahlke besitzt jetzt 5 Millionen Euro, aus meiner Sicht. Nein, achso, so viel Geld hat er, es waren bloß 4 Millionen, okay. Wir haben ein Hörbuch produziert mit seinen Texten, mit seinen Gedichten und ich durfte. Also André ist ein großartiger Schreiber, er spricht so ungern. Und das war so zum Umschreiben. Ich glaube, die kennen, die wissen, was ich meine. Ist alles okay. Und insofern habe ich die Ehre gehabt, dieses Hörbuch sprechen zu dürfen. Und am 24. Januar ist in Neustrelitz die Hörbuchpremiere. Unter Anwesenheit von André Dahlke, eines seltsamen, aber da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, eines seltsamen Kompagnons von Jan Preuß, dem Akim Jensch, der den Akim-Prop erfunden hat. Ich hab's aussprechen können. Sehr schön. Akim Jensch und Volker Friedrich von der Band EVP wird dabei sein. Und lustigerweise ist auch jemand von der Band EVP hier, nämlich der Enrico. Anja Hablitzki ist hier, hinter mir haben sich ganz heimlich eingeschlichen Scarlett O und Jürgen Ehle. Schön, dass ihr da seid. Also ich glaube, das wird was. Was? Mit dem Ummünzen. Ja, ich hoffe. Ja. Also ist es so, dass für jeden Download zahlen wir, oder geht von dem, was wir verdienen würden, 10% und auch Art for Sound, unser Verlag, unser Label, spendet die gleiche Summe nochmal für die Aniridi-Stiftung, ja. Und das wird bei der 7-Inch auch passieren. Und jetzt habt ihr im Grunde genommen auch dadurch, durch diesen Song, habt ihr ja im Grunde genommen, zumindest bis jetzt, also es wird ja mal mehr, einmal eine Publikumsgröße erreicht, die ihr ja eigentlich sonst nie erreicht. Ne? Ihr seid ja, ich sag mal so, mehr in kleineren Sälen unterwegs und jetzt habt ihr euch mitten im Stadion stellen müssen. Nein, nur zum Hören, nicht zum Spielen. Zum Hören, ja. Zum Weihnachtssingen, zum genau, traditionellen genau. Weihnachtssingen des ersten FC Union. Da ist der Song als Rauschmeißer gelaufen und das war schon ja, schön. Was ist das denn für ein Gefühl, wenn da so 20.000 Leute dann diese Kiste hören? Ja, vor allen Dingen mitsingen, das mitsingen, ist komisch. Ja. Man fragt sich, woher kennen die das, aber irgendwo muss das gehört haben. Ja, es geht rechnerisch auf, wenn du sagst, 17.000 Zugriffe, 3.000 haben geschwiegen, 17.000 haben mitgesungen, das passt schon. Müsste hinkommen, ja. Aber da musst du noch rechnen, wie viel wir verkauft haben. Ja, oh Gott, also haben praktisch weniger mitgesungen, als den Song jetzt haben. Ich stehe auf deinem Mikrofon. Nee, auf wie heißt das, auf dem Schlauch? Ich stehe auf deinem Schlauch. Eine Ankündigung will ich auf jeden Fall noch machen, auch in diesem Zusammenhang. Ihr spielt zum Vorlesedurch. Ich habe mich gefragt, was ist das denn? Es gibt ein Vorlese-Derby zwischen dem Hertha
Und ich weiß nicht, wie die Mannschaft weiter heißt, also vergesst es, also einer Fußballmannschaft in Berlin, relativ unbekannt oder eigentlich nicht bedeutend, die es aber wagen, gegen den ersten FC Union anzutreten, in einem Vorlese-Derby, was geht denn da ab, weißt du das? Es gibt diese Bücher 111 Gründe, den ersten FC Union zu lieben, das gleiche gibt es von Hertha auch, und die beiden Autoren haben uns angesprochen, ob wir Lust haben, bei dieser Sache zu spielen, da ich ein großer Freund von Fanfreundschaften bin und nicht von Feindschaften. Ich erinnere daran, dass zu DDR-Zeiten war man als Unioner automatisch für Hertha und umgekehrt war das Geiz genauso. Ja. Das hat sich leider ein bisschen verändert, aber es gibt da interessante Entwicklungen. Es gibt Fanclubs, die besonders versuchen, die Nähe wiederherzustellen, und dieses Vorlese-Derby ist natürlich eine super Geschichte, und da machen wir gerne mit. Ja, und das am 18. Januar? Im Restaurant Sandmann in Berlin-Köpenick. Restaurant Sandmann in Berlin-Köpenick, auch bei mir um die Ecke natürlich. Köpenick ist die Welt an sich. Ja. ich lade auch mal, lustigerweise, ich habe neulich von einer Band, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die werden wir bald kennenlernen, Wittgenstein, habe ich eine Mail bekommen, dass sie gerne in die Sendung kommen, Wahllokal mit einer Neuvorstellung, und ihre Begründung war nicht, dass sie gute Musik machen, was sie übrigens tun, sondern wir sind doch auch aus Köpenick. Ich habe das wahrscheinlich zu oft referiert, aber es war gut, also ich habe mich gefreut, das ist übrigens eine geile Kiste. Wo seid ihr noch sonst zu erleben als Crispin? Band. Also vorwiegend in Berlin und im Umland. Also wir fahren manchmal auf Tour, aber seit 2 Jahren waren wir überhaupt nicht mehr auf Tour, weil ich eine kleine Tochter habe und da nicht weg will länger als 2 Tage. Das wird sich wieder ändern, aber im Moment ist es halt so, dass wir im Monat unsere 3, 4, 5 Konzerte spielen und mehr nicht. Das ist aber auch schon viel. Wir leben von anderen Dingen und das ist so. Er ist halt so berufstätig, ne? Ihr seid ja logopädisch unterwegs, also du jetzt speziell. Ja. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist der Christoph Thiel. Ergotherapeut. Richtig. Ja, ne, ich habe gegoogelt vorher. Nein, stimmt nicht, stimmt nirgendwo. Und ihr habt aber auch manchmal akkordeonistische Unterstützung mittlerweile. Wir sind inzwischen so eine Art Aber. Also wir sind 2 Männer und 2 Frauen. Und, das geht meist schief übrigens, aber egal, das ist sogar so. Also ich arbeite mit Christoph seit 6 Jahren zusammen und wir haben in der Zeit etwa 8 bis 9 Musiker gehabt, die mit uns auf Tour gegangen sind, die mit uns die Konzerte spielen. Wir sind immer im Guten auseinandergegangen. Das liegt also nicht daran, dass wir da so Verschleiß hätten, sondern Leute sind weggezogen, kamen teilweise von Aachen für die Konzerte noch hoch, und das machen wir jetzt nicht mehr. Wir haben, Christoph und ich, wir sind wie gesagt die Band, und wir suchen uns immer Leute dazu, die dazu passen. Aktuell sind es Franziska Kraft am Cello, die ist seit 2,5 Jahren bei uns, und Barbara Klaus-Koska am Akkordeon. Und das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Sache. Wir nehmen überhaupt keine E-Gitarren mehr mit. Wir haben unsere Akustik-Gitarren und die beiden Damen spielen dazu. Das schiebt unglaublich. Ja, ich muss mir das mal wieder live ansehen. Du hattest mal eine Veranstaltungsreihe Musik unterm Dach. Das machst du jetzt wegen der kleinen Tochter auch nicht. Gibt es das mal irgendwann wieder? Interessante Frage. Ich habe mich gerade letzte Woche entschieden, diese Reihe nicht weiterzuführen, weil... Wir streichen die Frage. Nee, es ist einfach GEMA... Alle Leute, die sowas machen, haben Ärger, und ich habe da keine Lust drauf. Und es ist ein tierischer Aufwand, einmal im Monat seine Wohnung für 60 Leute zu öffnen und den Flurschein danach, obwohl es wirklich immer sehr gesittet abging. Aber es ist viel, viel, viel Arbeit, und ich habe aktuell jetzt auch durch den Song mit der Band sehr, sehr viel zu tun und habe nebenbei auch noch andere Dinge. Ja, okay. Ja, ich überlege gerade mit dem Flurschaden. Ich glaube, du hast die Veranstaltungsreihe geschlossen, nachdem ich das erste Mal dort war, oder? Nee, ging noch ein bisschen weiter. Ja, ging noch mehr, da habe ich durch. Ja. Das heißt, lief noch nicht wieder. Ja. Aber du hast mich ja nochmal in deine Wohnung eingeladen zu einem späteren Zeitpunkt. So was. Ja, und wir müssen natürlich auch mal nochmal auf diesen Song irgendwann mal Pilgerbier trinken. Wir beiden schönen Menschen. Das machen wir, aber du kriegst sowieso noch eine Einladung, weil wir alle, die uns bei dem Song geholfen haben, ins Café Häusermann in die Kolbitzstraße einladen. Genau, das ist der Union-Fan, ne, der das beschreibt. Ja, Häusermann ist ein großer Unioner, den habe ich durch diese Sache kennengelernt. Und der hat ein wunderschönes Café bei mir um die Ecke in der Kolbitzstraße. Ja. Und da werden wir uns einen schönen Abend machen. Auch wunderbar. Das ist übrigens, ich muss mich berichtigen, das ist nicht in Pankow. Jemand sucht ja eine Wohnung in Pankow, ne? 3-Zimmer-Wohnung in Pankow, falls jemand sowas hat. Ist nicht in Pankow, du wohnst in Prenzlauer Berg. Das ist man eigentlich als zugezogener Berliner, kann das dann immer nicht unterscheiden. Ich denke immer, wenn ich irgendwo bin im Ostteil, wo ich mich nicht auskenne, denke ich auch, scheiße, schon wieder Pankow. Wobei, das darf ich jetzt auch nicht sagen, wenn gerade mein Jürgen Edel hinter mir sitzt. Da bin ich sehr vorsichtig. Ja. Pankow geht übrigens wieder auf Tour, habe ich gelesen, im November, ne? Ist das richtig? Ja, das ist also, Jürgen Edel hat es bestätigt, Pankow, er wird dann sicher irgendwann leeres mit Hand geben, ne? Wenn es dann soweit ist, für die Termine stehen. Okay, wunderbar. Also, Pankow ist auch ein schöner Stadtteil, Pankow ist eine tolle Band, und Roland Crispin ist ein wunderbarer Mann. Dankeschön, dass du da warst. Okay. Ja. Die nächste Neuvorstellung.